10. Halleluja! Wir haben schon über die Halbzeit. Es sind nur noch 10 Tage und dann ist endlich Heiligabend, worauf die Kinder insbesondere am sehnlichsten warten. Und auch ich freue mich riesig darüber. Erstens, Ralf hat frei. Und zweitens freue ich mich ganz besonders auf Haleys Augen. Ich meine, die glitzern sowieso schon in letzter Zeit, weil sie das dieses Jahr so unfassbar stark alles wahrnimmt. Sie ist von allem begeistert. Und Mama hier und guck mal da und wow und hier und hast du nicht gesehen? Es gibt irgendwie kein schöneres Gefühl, als sein eigenes Kind zu sehen, wie es sich über all diese magischen Momente in der Weihnachtszeit freut. Da geht mir echt das Herz auf. Es könnte sein, dass sie ein bisschen wackelt. Ich befinde mich nämlich gerade auf dem Weg zu meiner Freundin. Die wohnt ein bisschen weiter weg, weil sie gerade umgezogen ist. Und die braucht Hilfe. Und ich habe auch meine Hilfe angeboten, denn ihr wisst ja, ich bin Tine Wittler und Bob der Baumeister, zwei in einem. Und da ihr Mann wirklich sehr, sehr viel berufsbedingt unterwegs ist, ist es natürlich klar, dass sie gerade jetzt in dieser stressigen Phase kurz vor Weihnachten es schnellstmöglichst gemütlich haben möchte. Sie hat heute Vormittag frei, also freitags, und hat die Kinder in den Kindergarten gebracht. Und wir wollen jetzt gleich einen Kaffee trinken, kurz noch was frühstücken. Das habe ich nämlich noch gar nicht getan. Und wir müssen das Ganze auch bis 13 Uhr rocken, denn dann muss sie ja ihre Kiddies wieder vom Kindergarten abholen. Deswegen denke ich schon, dass wir einiges wuppen können. Hashtag Frauenpower. Wir Frauen schaffen ja nun wirklich in kürzester Zeit immer eine ganze, ganze Menge. Wir haben es 1 Grad, also es ist wirklich saukalt, wirklich saukalt. Und an dieser Stelle, auch wenn euch jetzt bestimmt schon leicht schwindelig geworden ist, dadurch, dass die Kamera andauernd hin und her wackelt, ich werde euch in dieser Ecke oder in dieser Ecke definitiv das Video, denn das ist eine der meistgestelltesten Fragen in letzter Zeit in den Kommentaren, wie binde ich meinen Schal? Und dazu habe ich schon mal ein Video gemacht und das wäre jetzt Quatsch, wenn ich es euch nochmal zeige, wenn ich das schon getan habe. Also braucht ihr nur einmal raufklicken, natürlich erst, wenn ihr diesen Vlogmas geguckt habt. Und ich werde, wie jede andere Mutti das auch macht, das habt ihr mir ja alle geschrieben, das Video werde ich euch sehr, sehr gerne auch hier nochmal verlinken, hier so richtig mal die Boxen anschalten und völlig eskalieren, denn das ist das, was ich ultra liebe. Hier ist aber jemand ziemlich ungeduldig. Ist das dein Paket oder Mamas? Mein. Ja? Freust du dich, das aufzumachen? Eigentlich wollten wir nämlich gerade baden gehen. Ja, du sagst auch wieder Hallo. Huch, mach ich hier glatt aus. Hallo Calimero, schön zu sehen. Ja, 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 Kali will nämlich die Schere haben. Nein. Und wo waren wir gerade? Und was haben wir da alles gesehen beim Spazieren? Die Leuchtere, hey, die war nämlich ganz hin und weg und will jetzt immer spazieren gehen und gucken, wie die Menschen alle weihnachtlich geschmückt haben, ne? Meinst du, du schaffst das noch bis morgen zu öffnen? Oder soll ich dir einmal helfen? Soll ich das mal durchschneiden? Boah, schau mal hier. Eieiei, pass bloß auf. Achtung, Finger weg, Nase weg. Alle Mann zurück. Alle Mann zurück, Vorsicht. Oh, das ist aber gut eingepackt. So. Oh, Milchschokolade, Zotter Classic. Das sieht ja auch cool aus. Bueno, ja. Das wird alles nicht lange halten. Das hier, bueno. Absolut. Oh, wow. Wow, sagt Haley. Guck mal, es sieht aus wie eine CD. Süß, ne? Wie eine Pizza. Eine Pizza? Nee, ist das hier das gewesen, was hier drin war? Schau mal. Hier ist ganz, ganz viel Österreich drin. 17 echte Salzburger. Katzenzungen, Milchschokolade, hauchdünn. Die haben wir doch früher immer weggenascht, ne? Mini-Lotto. Eieiei. Das ist wohl für mich. Für mich. Meinst du? Kürbis-Knapperkerne, Meersalz aus biologischem Anbau. Das ist was für uns. Sowas habe ich schon mal gegessen. Wow. Und oh, hier? Mati. Ein Schleichhund. Nee, Pferd. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, wie cool ist das denn? Freust du dich? Da wusste aber jemand, was du alles magst, ne, mein Schatz? Noch mehr? Ich fasse es nicht. Dann kann ich mir das hier nämlich mal krallen. Guckt mal hier. Das ist original. Was? Nein.
auch deins. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Das Original schmeckt am besten. Das ist das. Die Packung wird nicht lange hier halten. Dann haben wir Macava Delighted Iced Tea. Und was hast du da schon wieder? Oh, Badeperlen. Belohne dich und fühle dich wunderbar. Na, das passt ja, wenn wir gleich baden gehen wollen, Engel. Das ist bestimmt für den Papi. Naturradler von Gösser. Steirisches Premium-Kürbiskernöl. Oh, cool. Guck mal hier, Motte. Hier ist noch eine wunderschöne Weihnachtskarte drin. Und ein ganz langer Brief. Hayley hat letztes Mal im pinken Einhorn gebadet und der Nikolaus hat ihr jetzt magische Knisterwelt gebracht. Ich meine, die Farbe finde ich jetzt nicht ganz so passend, aber hört mal. Das nenne ich mal ein Knisterbad, ne? Ihr glaubt nicht, was Molly gerade gesagt hat. Das war mit Abstand seit langem. Und sie sagt eigentlich fast täglich was Süßes, aber das Süßeste ever, ever. Ich habe euch ja eben gezeigt, was wir heute bei Motte in die Badewanne gepackt haben. Dieses gelbe, nicht gerade lecker anschauende Zeugs. Und jetzt sagt sie eben, Mama, ich würde gerne Haare waschen, aber wenn ich jetzt die Haare ins Wasser mache, dann werden die ja... Nass. Nee, was hast du gesagt? Gelb, hast du gesagt. Genau. Süß, ne, wenn Kinder das denken. Dann muss ich ihr erstmal klären, dass nur das Wasser gelb ist, ne? Und nicht die Haut und nicht die Haare. Na? Mama, ich muss das jetzt so machen. Ich hab's mit Elsa da. Danke, Mama. Mit wem badest du da gerade? Mit Elsa und einer Schildkröte. Hatte sie im Adventskalender, ne? Bei uns liegt heute gar nicht so viel an. Ich war ja bei meiner Freundin, habt ihr ja schon gesehen. Und dann war ich hier zu Hause, hab mir dann gleich den Kalle geschnappt und bin losgedüst. Und dann sind wir draußen gewesen. Erst spielen und dann hatte Hayley Lust, in die Fenster zu schauen. Das hat sie von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das da so geht. Ich liebe es zur Weihnachtszeit, in fremde Fenster zu stalken. Ich finde das einfach wunderschön. Weiß nicht, warum ihr mich jetzt so anstarrt, als hätte ich irgendwas im Gesicht. Was ist das, Motti? Aua. Aua, ne? Was hat Mama da? Ein Pickel. Ja. Ein Pickel, selbst das Kind weiß schon Bescheid. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen Penaten drauf gemacht, weil das trocknet das Ganze immer aus und ist voll gut bei der Wundheilung. Das, was bei Motte und Babys hilft, ne? Warum sollte uns das nicht helfen? Deswegen habe ich das immer raufgeschmiert. Also bitte hört auf, das so raufzugucken. Das ist vollkommen normal. Ihr wisst ja, ich habe mein momentanes Pickelproblem. Ich möchte es mal verteilen. Was willst du verteilen? Das da. Das? Ja. Meine Pickel willst du verteilen? Ja. Ihr Gesicht. Erstmal, mein liebes Kind, ist das nur eine, okay? Nicht gleich übertreiben. Und zweitens, habe ich schon die Salbe verteilt, Engel? Ich möchte. Normalerweise bade ich auch immer mit, aber ich habe heute Morgen geduscht. Deswegen kann die Kleine jetzt alleine so ein bisschen rausschwimmen. Das ist aber auch gleich schon wieder an der Zeit, ne? Dann gehen wir raus, eincremen, Schlafi an und... Gute Nacht lesen. Gute Nacht Geschichte lesen, und genau. Und das Licht ausmachen. Und das Licht ausmachen. Und die Tür zu machen. Und die Tür zu machen. Und kuscheln. Und kuscheln. Genau. Und Arm und Bette. Genau. Das habe ich eben auch noch kurz gemacht nach dem Spazierengehen. War ich so euphorisiert von meinem Kind, weil es so leuchtende Augen hatte, weil alles so schick dekoriert war. Und dann habe ich eine Lichterkette von oben bis unten komplett und tutti durchgezogen. Und deswegen ist es jetzt total gemütlich und schön. Und die Kamera spinnt mal wieder, weil sie nicht fokussiert. Wie gesagt, darum muss ich mich unbedingt kümmern. Das ist die 14. Und dann der. Genau. Ah. Halli, deine Nase. Nee, das sind seine Barthaare, die dich pieken. Wo deine Barthaare? Deine Barthaare. Oh, das ist ja nicht zu glauben. Ja, den kannst du als Nachtisch essen, und den ne? Auch? Was ist das denn hier schon wieder? Ich fasse es doch wohl nicht. Ja, guck mal rein, was da drin ist. Sind es deine Lutschbonbons? Boah, ist das schwer. Schwer? Tada! Super. Wieder zumachen. Und was hast du hier? Zeig mal her. Karamellköpfli und Kakao. Was hast du eigentlich für einen süßen Turban auf dem Kopf? Deine Barthaare. Halli, Mimi.
Danke. Macht ja schon wieder nur Quatsch, ne? Ich weiß, was Kalli haben will. Danke. Ich sehe jetzt, kleiner Mann. Bitteschön. Ja? Die Nummer 14. Nein, das ist 17, Engel. Ja. 14 ist der hier. Ja? Hm? Da war der Tunnel. Hupala. Weißt du, was das ist? Mhm. Na? Käse. Ja, genau. Sieht aber echt schick aus bei dir, doch. Das. Wow. Schick, mein Schatz. Das ist der Stern. Da kommt nachher irgendwann der Stern hin, ne? Nee, das ist der Stern. Das soll der Stern sein? Ja, wenn du wüsstest, was da noch kommt, mein Hase. Heute kannst du mal ganz alleine das Türchen öffnen. Oha. Schick. Rot. Mit Rot, ne? Komm mal so mal, der aus Rot. Oh, das sieht aber lecker aus. Mit Toffee. Ein Toffee schon wieder. Weißt du, was das ist, Matti? Ein Schlüssel an hier. Mhm. Das in passt Rose, heute auch total. In Rose Gold. Schick. In Sicherheit, ne? In Sicherheit habe ich ihn. Das hast du gut gemacht, Engel. Sonst geht Kalli da wieder bei. Ne? Wow. Der ist echt hübsch, ne? Ja, der ist richtig schön. Wer uns auf Instagram verfolgt, sieht jeden Morgen, wie Heidi das hier puzzelt. Viel fehlt nicht mehr, ne, mein Schatz? Doch. Ja, okay. Gefühlt ja. Aber vielleicht erkennt ihr ja schon, was das ist für ein Bild. Puzzle. Das ist ein Puzzle, ja, aber kannst du auch schon erkennen, wer das auf dem Puzzle ist? Erstmal was ablegen. Guck mal von Mamas Seite. Komm mal hier rum. Könntest du schon erkennen, was das hier ist? Was? Das hier, das ja. Graue, was könnte das sein? Ein Maulwurf. Ein Maulwurf? Mhm. Mhm. Socken und eine Hose. Und was ist das hier oben? Ein Wildschwein. In manchen Situationen kommt das gut hin. Und auch mit dir, du kleiner Maulwurf. Ja, wir sind gespannt, kleine Motte. Danke, Emma. Danke, Ia. Kathi, meinst du? Kathi. Für das Paket aus? Österreich. Österreich. Du bist so ein Goldschatz. Der hat sich ganz, ganz dolle gefreut. Und was lesen wir jetzt? Die. Weißt du, von wem das ist? Auch von Kathi und Emma und Domi. Domi? Ja, das ist der Papa von Emma. Guckt euch mal bitte die Uhrzeit an. Vlogmas Tag 13 ist soeben online gegangen. Und wir beide, Ralf und ich, haben wir so kurzfristig entschieden, einen kleinen Mitternachts-Snack zu uns zu nehmen. Und das Ganze war von der HelloFreshbox. Wollten wir eigentlich schon heute Abend essen, aber irgendwie hat das zeitlich wieder mal nicht gepasst in unserer Chaos-Familie. Aber dadurch, dass wir so einen Hunger hatten und auch so einen Janker auf das Rezept, das ist übrigens buntes Ofengemüse mit Halloumi. Wir haben das jetzt ein bisschen abgeändert. Wir haben jetzt zum Beispiel kein Chili und so weiter reingemacht. Das seht ihr sonst auch auf Insta-Story. Da haben wir euch beim Kochen mitgenommen, denn das ist ja die Family Box und Papa Ralf hat heute mal den Chefkoch raushängen lassen. Und Engel. War eine schnelle, schöne Aktion. Also ist einfach erklärt auch, ne? Ja, Jule hat in der Zeit Instagram immer die ganzen Überschriften reingesetzt und wie das alles und heißt. Stories und das, Storys, genau. Und ich habe es gemacht. Also man arbeitet Step by Step sich durch. Hallo, ich habe mit Hensler zusammen. Catering, wo wir 1000 Gäste bewirtschaftet haben. Da arbeitest du akkord. Hier ein bisschen. Ich hatte nur wieder Jule noch auf dem Schoß und hab sie getröstet. Ja, nee, ist klar, Schatz. Papa, Boogie Boogie. Das erinnert mich gleich an Vlogmas 13 und unsere Choreografie. Ja. So, nach dem Mitternachtssnack haben wir uns erstmal eine Tasse Fencheltee gemacht. Wir werden uns jetzt nochmal Vlogmas Tag 13 angucken. Und Papa, ich habe deinen Auftrag erledigt. Und kurz mal gezeigt, wie HelloFresh funktioniert. Oh Gott. Okay, in diesem Sinne, Leute. Papi, mach an. Hey ho, let's go. Euch. Schick den Flow, gute Nacht. Ja, Gott sei Dank ist es ja auch erst 1:15, ne? Ja. Bis morgen.